Hallo. Hallo, hallo. Wir haben es geschafft. Wir sind ein bisschen spät dran. Falls ihr euch schon Genau. gewundert habt, der ein oder andere vielleicht, es sollte eigentlich schon vor einer halben Stunde losgehen. Aber jetzt sind wir hier. Genau. So wie es halt manchmal ist mit Kleinkindern, die halten sich halt nicht an Uhrzeiten, Ja, ne? die wollen da nicht so mitspielen, ob da jetzt was geplant ist oder nicht. Ja, heute geht es bei uns um das Thema Ernährung, Nährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel. Und ja, wir wollen eigentlich auch direkt ins Thema reinstarten. Ne? Und zwar möchte ich euch erstmal so ein bisschen was darüber erzählen. Warum sind denn Nahrungsergänzungsmittel oder warum ist das eigentlich eine ganz tolle Geschichte? Ich muss zugeben, also ich habe ganz lange mich dagegen gewehrt. Ich habe wirklich ganz lange immer gesagt, ach, ich ernähre mich doch ausgewogen, ich ernähre mich doch gut und gesund und ich brauche das nicht. Ne? Ja, ich wusste gar nicht, wie falsch man damit liegen kann. Habe zwar immer schon wieder was davon gehört, aber ja, jetzt weiß ich es doch auch besser. Und ja, Dani, wie war es bei dir am Anfang? Ganz kurz einmal. Ja, also ich erstmal zu dir. Ich glaube, das denken die meisten wirklich tatsächlich genau das. Ich ernähre mich ja gesund und ich brauche nichts dazu. Ich beschäftige mich eigentlich schon länger damit, weil ich ja schon länger Sport mache. Ich war ja früher auch auf einer Sportschule, auf einem Sportgymnasium und da sind Nahrungsergänzungsmittel im Sport eigentlich gang und gäbe. Also Das finde es ich sehr gehört mit witzig, dazu. weil ich ja bei mir in der, und das habe ich auch in meinen Post reingeschrieben, ich habe damals in meiner Ausbildung als Sport- und Gesundheitstrainerin und damals als Ernährungsberaterin, hat mein damaliger Professor gesagt, okay, ich muss doch dazu sagen, es ist doch schon ein paar Jahre her. Der hat wirklich zu mir gesagt oder zu uns gesagt, also Leute, ich sage es euch, wie es ist. Die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die könnt ihr eigentlich genauso wie sie sind, wieder ins Klo schmeißen, weil da landen sie am Ende auch. Aber das war halt einfach damals noch nicht die Qualität, die es jetzt eben gibt. Das ist so der Unterschied. Richtig. Und auch die Lehrer, die ja dich noch vielleicht unterrichtet haben, haben vor 30, 40 Jahren gelernt. Genau. Und die unterrichten immer noch so, wie sie gelernt haben. Das ist halt Ja, schade. leider ganz oft so der Fall, dass da auch ganz viele gar nicht wissen, was eigentlich dahinter steckt. Genau. Ich finde es auch unglaublich Also. schwierig, das Thema, weil selbst wenn man jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen, es ist einfach so, dass der Markt ist einfach riesig. Man weiß ja einfach gar nicht, wo fange ich denn an. Also du kannst ja in jedem Supermarkt, du kannst ja überall, wo du hingehst, kannst du Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Schon lange hier auf Instagram, da kriegst du ja täglich 10 Posts mit hier Nahrungsergänzungsmittel hier da. Und man weiß ja eigentlich gar nicht mehr, worauf soll ich denn jetzt achten, was ist denn jetzt wichtig. Genau. Also da ist wirklich, man muss sich wirklich mit dem Thema beschäftigen, um oder jemanden haben, der halt einen zur Seite steht, der weiß, um was es wirklich geht, um da das Richtige rauszufiltern. Es ist auch nicht jedes Nahrungsergänzungsmittel das, was jeder braucht. Also natürlich gerade im Sportbereich sind es nochmal andere Sachen, aber ich sag mal jetzt so für den Alltag sind es. Und dann auch dann auf die Sachen, auf die wir nochmal später so zurückkommen. Die, genau, also da ist ein Ansprechpartner entweder am besten oder halt, oder man muss sich selber Wirklich klar wirklich machen. hinsetzen und Genau. einmal alles auseinandernehmen, was halt so auf den Inhaltsangaben Ja, und da steht ja noch nicht mal draufsteht. alles drauf. Da muss man eben aufpassen auch. Ja, richtig. Okay, einmal überhaupt, ja, warum brauche ich überhaupt Nahrungsergänzungsmittel, auch wenn ich mich gesund ernähre? Es ist einfach so, dass in der heutigen Zeit, es ist einfach, ich hatte in meinem Live auch schon in meiner Story auch schon dieses tolle Foto gepostet. Vielleicht hat es der ein oder andere gesehen. Es ist einfach wirklich erschreckend durch diese chronische Überackerung, dieses chronische zu viel anbauen und ja, ich sag mal, die Nährstoffe haben ja gar nicht mehr die Zeit zu wachsen. Die werden ja schon geerntet, wenn sie noch gar nicht reif sind, damit sie irgendwo hin transportiert werden können. Jetzt, wenn man selbst wenn du schon auf regionales Obst und Gemüse achtest oder vielleicht sogar selbst anbaust und so weiter und so fort, ist es nahezu fast unmöglich, trotzdem die Nährwerte zu kriegen, die du vielleicht noch vor, ich hatte neulich ein Video gesehen, da haben sie gesagt, vor 100 Jahren, jetzt habe ich ja schon wieder selber neueste
Studien gesehen mit vor 20 Jahren, dass es schon so ein wahnsinnig großer Unterschied zu dem ist, was die Lebensmittel früher an Nährstoffen hatten im Vergleich zu dem, was sie jetzt haben. Also für mich das Krasseste war hier mit der Banane mit 92% weniger Vitamin B, aber das ist ja nur ein Ich habe kleiner Teil von dem. Also richtig. Ich habe auch noch ein gutes Beispiel, die Erdbeere. Erdbeeren wurden früher ja auch wirklich, es wurde gewartet, bis die wirklich reif sind und auch nicht halt diese Überackerung und auch gerade bei Erdbeeren ist es ja auch wichtig, dass die wirklich erstmal ein Jahr einmal durchkommen und dann ab dem zweiten Jahr sagt man ja eigentlich erst, bringen die wirklich was, was sie auch bringen sollen. Und ich habe eine Studie gelesen, Vergleich 1985, also da war der Start, bis 2002 war sie damals, die Studie, da gab es schon einen Verlust von 85% Vitamin C. wow. Und da sind wir ja auch schon mal ein paar Jahre wieder von weg. Das Ja. heißt, da Kann man wären sich wir jetzt mal so bei vorstellen, 90 was da eigentlich Prozent. noch drin ist, ne? Also, es ist halt wirklich schade. Genau. Also, du bekommst auch tatsächlich ja, selbst wenn du wirklich darauf achtest, dass du dann vielleicht zum Erdbeerfeld gehst und selber pflückst, selbst da hast du einfach trotzdem, selbst wenn es aus dem Bio ist, es wird einfach trotzdem fast überall. Die können ja gar nicht anders, als mit Düngemittel zu arbeiten. Und selbst wenn es ein Bio-Düngemittel ist, um eben Parasiten fernzuhalten oder ähnliches, es ist trotzdem einfach nicht mehr die Möglichkeit, dass es so eine Qualität hat, wie es vielleicht mal, wie es eben vor noch einiger Zeit hatte. Ne? Genau, Und richtig. von daher her ist es einfach wirklich wahnsinnig schwierig, den Körper wirklich alles zu geben, was er braucht. Und es ist egal jetzt, auch wenn, wie du schon vielleicht sagst, gerade als Sportler brauchst du noch mal mehr, wenn du schwanger bist, wenn du in ein gewisses Alter kommst, egal wann. Aber auch so, es ist allgemein wahnsinnig schwierig, dass man überhaupt auf seine Nährwerte kommt. Und wie wichtig das ist, dass man von den Nährstoffen natürlich gut versorgt ist, das ist eigentlich, ja, eigentlich liegt es auf der Hand. Der ganze Körper kann ja gar nicht funktionieren, wenn er nicht richtig optimal versorgt ist. Wir brauchen einfach Vitamine, Mineralstoffe, damit der ganze Stoffwechsel läuft, damit unser Immunsystem läuft, damit alles optimal versorgt ist. Auch unsere Muskeln, unser Muskel-Skelettsystem, das Gehirn, das ganze Denkvermögen, alles. Also vom Herz-Kreislauf-System, also man kann einfach alles, Punkt. Ja, also man kann es eigentlich auf den Punkt bringen, jede einzelne Zelle. Ja, genau. Also die muss einfach optimal versorgt sein, egal in welcher Lebenslage. Und viele machen sich dann erst mehr Gedanken, wenn sie dann doch mal irgendwie in eine andere Lebenslage kommen. Umso besser, wenn man es sich auch so schon macht. Ja, dann ist natürlich die Frage, okay, was kann man denn machen, Dani? Was kann man denn jetzt machen? Ja. Und da haben wir euch auch was ganz Tolles mitgebracht. Wir sind da auch beide ein sehr großer Fan von. Mittlerweile auch geworden. Also hatten beide auch den Start über eine Detox-Kur und sind so an, ich zeige es mal so, dieses tolle Paket gekommen. Es sieht total unspektakulär aus. Und es Ist nennt so sich nur das La Nährfutter und dann so, er ist nur weit, Und okay. ja, ein weißer Karton. Und da sind drei wunderbare kleine Zaubermittel drin. Das Genau. nennt sich das Lifelong Vitality Pack. Jetzt muss ich hier wieder alles sortieren, dass ich euch das in der richtig alles zeige. Genau. Und die möchten wir euch einmal vorstellen, um genau darauf einzugehen, für was welche Nahrungsergänzungsmittel wichtig sind und welche wirklich für die Grundbasis, um eine gesunde, ausgewogene Ernährung zu ergänzen. Ja, also sie heißen Nahrungsergänzungsmittel. Bitte nie verwechseln mit, wenn ich das nehme, dann darf ich mich ungesund ernähren und halt auch nicht andersrum, ne? So wie wir schon gesagt haben. Es ergänzt sich beides und es gehört mittlerweile beides zusammen. Also einmal noch, was ich Oh. immer ganz gut finde, noch zu sagen ist, also das ist im Großen und Ganzen, das wollte ich jetzt gerade noch sagen, aber ich habe es jetzt erstmal so, hä, irgendwas war, ich habe es vergessen. einmal so noch vorweg, im Großen und Ganzen, man kann eigentlich wirklich unterscheiden zwischen bei zwei verschiedenen Hauptmerkmalen. Das erste ist natürlich,
dass die Nahrungsergänzungsmittel künstlich hergestellt sind, ne? Also synthetisch hergestellte Nahrungsergänzungsmittel oder eben natürlich hergestellte Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist natürlich auch eins der Gründe, wo doTERRA sich eben gesagt hat, weil wir ja sonst hauptsächlich immer über unsere ätherischen Öle reden, die ja eben, wo wir immer, eigentlich unser Hauptthema ist immer, die sind absolut rein, absolut pur Marktführer mit den reinsten und hochwirksamsten ätherischen Ölen. Und das ist eben gerade das Tolle. doTERRA hat sich eben gleich am Anfang mitgedacht, okay, komm, wir wollen unseren Kunden natürlich auch nicht vorenthalten, dass sie natürlich auch optimal versorgt sind einfach. Und das ist so denen ihr Hauptspektrum oder ihr Haupthintergrundgedanke gewesen, wo sie gesagt haben, okay, wir wollen was entwickeln und nicht wieder 10.000 Produkte, sondern ein Produkt. In dem Fall sind es eben dieses Paket aus dreien, die wir euch heute vorstellen werden, wo sie sagen, okay, damit ist einfach jedermann komplett einmal mit allem versorgt, was man so braucht, ne? Und warum das jetzt so ist, das werden wir euch jetzt auch im Einzelnen nochmal vorstellen. Und ja, jetzt habe ich dich auch wieder voll unterbrochen. Alles gut. Genau, also, das Paket, so wie es ist, gehört auch zu der Wellness-Pyramide von doTERRA mit. Das hatte ich schon mal im Live vorgestellt, dass es halt ein ganz rundum Paket ist, dass es nicht um die Öle geht, sondern um einen gesunden und fitten Lifestyle zu führen. Und ich fange mal mit einem Produkt an, das iOmega. Ganz kurz, es sind Omega-3-Fettsäuren. Das hat bestimmt jeder schon mal irgendwie gehört. Und warum die so wichtig sind, wissen die meisten gar nicht. Und zwar haben wir Omega-Fettsäuren in unseren Zellen. Und die sind ganz wichtig, von großer Bedeutung für den Stoffwechsel, der ständig stattfindet. Na, also in Millionen von unseren Zellen ist der ständig. Und der sitzt in der Zellmembran, die ja außen rum ist. Und sitzt dort in der Hülle. Und durch dieses Fett, ihr wisst ja, glaube ich, alle, dass Fett sehr ölig ist, gleitet das halt so ein bisschen. Und dadurch kann der Stoffwechsel besser gleiten und besser funktionieren. Das ist eigentlich das, was passiert, wenn man Omega-3 zu sich nimmt. Würdest du quasi deinen Motor ölen? Ja, genau. Genau, als wenn man den Motor ölt. So kann man das ungefähr vergleichen. Und die kratzt es bei mir in meiner Tür. Meine Katze mag wieder mit dabei sein im Übrigen. Und dadurch, dass es in jeder Zelle ist, ist es so, dass es für das Herz-Kreislauf-System ist, für das Gehirn gut ist, für die Muskeln gut sind, fürs Herz gut ist. Also eigentlich auch das, was du vorhin gesagt hast. Und das Schwierige dabei ist aber auch, dass man nicht sofort erkennt, dass man einen Mangel daran hat. Weil es kann sein, man ist müde, man kann eine Sehschwäche entwickeln. Man kann Muskelschmerzen haben. Also ist so vielfältig, die Symptome, die man haben kann, dass man es halt auch ganz oft nicht sofort erkennt. Und viele haben mittlerweile Omega-3, helfen wir schnell, Omega-3, Ich weiß naja, es auch. davon zu wenig. Fettsäuren. Genau. Weil heutzutage ganz oft keine gesunden Fette mehr zu sich genommen werden, sondern ganz oft ungesunde Fette. Allerdings ist dabei auch wichtig bei der Einnahme, ich kann euch auch mal so eine Kapsel zeigen, wie die ausschaut. Ich hoffe, ihr seht das. Warte, wo bin ich denn hier? Genau, die sieht einfach so aus. Ja, gut. Für die ist es wirklich am besten, dass man das während des Essens oder direkt nach dem Essen, auf jeden Fall sollte es noch mit im Magen sein, wenn das Essen im Magen ist, und während des Essens sollte man auch gesunde Fette zu sich geführt haben. Dann kann auch das ganze Essen besser verstoffwechselt werden. Richtig, genau. Ne? Also das kann halt einfach alles besser arbeiten. Und doTERRA hat sich auch da was überlegt für die, die sich natürlich auch vegan ernähren. Die Variante enthält nämlich auch Fischöl, so wie die meisten Omega-3-Fettsäuren. Und zwar gibt es da auch einmal die Variante, und zwar seht ihr da einen Unterschied für V. Ja, da habt ihr ein X vorne. Das steht für die vegane Variante. Gibt es sozusagen das ganze Set als vegan.
Und da werden die Omega-3-Fettsäuren aus Algen, aus Flachs, aus Cranberry, also wirklich aus anderen Stoffen gewonnen und so auch komplett zusammengesetzt, sodass auch alle Veganer das zu sich nehmen können. Ich fände es aber auch ganz gut zu erwähnen, hatte ich jetzt vorhin auch nochmal erst selber wieder nochmal gehört, dass gerade bei den XEO, also bei den nicht-veganen Varianten, ich bin ja immer sehr ein Mensch, der auch trotzdem sehr, ne, denn mit den Fischen ist ja auch immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, ne? Aber da achtet doTERRA auch wirklich sehr darauf, dass es wirklich so diese Untergrund, die Kriechtfische sind, also ich kann, weiß jetzt nicht genau welche, aber das ist jetzt wirklich keine geschützten Tiere, aber halt trotzdem sehr hochwertiges Öl eben da verwendet wird, dass man da jetzt nicht wieder in dieses andere Schema wieder reinkommt, ne? In dieses Tierzucht und das ganze andere, was man ja eben nicht haben will, sondern da wird eben auch sehr stark nochmal drauf geachtet. Genau, es ist ja auch generell auch alles, was angepflanzt wird und ne, oft ja auch sogar mittlerweile ja auch schon in Eigenplantagen und so weiter, dass Ja. genau darauf geachtet wird. Genau, das war eigentlich das zu dem ersten Produkt. Ich würde dann auch gleich mal übernehmen und mit dem Mikroplex weitermachen. Das Mikroplex, das ist einmal alles, was mit Vitaminen, Nährstoffen, Makro- und Mikronährstoffen und so weiter zu tun hat. Hier ist wirklich auch wieder das Schöne, dass es alles auf einer absolut pflanzlichen Basis, also absolut 100% natürlich, halt nicht synthetisch hergestellt. Und das ist eben auch mit ganz, ganz hochwertigen Pflanzen, die da eben verwendet werden, um da wirklich komplett versorgt zu sein. Also hier hat man wirklich die komplette Versorgung an allen möglichen Vitaminen, die man so braucht, allen fettlöslichen Vitaminen von A, C und so weiter und so fort. Sämtliche B-Vitamine sind hier drin. Und Katze will auch wieder ein paar Vitamine haben. Genau, aber auch die Mikronährstoffe, also auch Magnesium, Eisen und so weiter und so fort, ist man hier super versorgt. Was auch noch eine ganz schöne Sache ist, was ich immer noch ganz gut finde, ist, dass hier in diesen Tabletten, in allen von diesen Tabletten ist auch noch der Tummy-Tema Blend, also das bisschen ätherisches Ölmischung mit drinnen. Hier, die schauen hier übrigens so aus. Na, und dieses Tummy-Tema Blend, das heißt, dass der Körper, dass der Magen-Darm-Trakt das einfach besser aufnehmen kann, dass man dann jetzt auch nicht unbedingt baut, dass man keine Bauchschmerzen drauf kriegt und so weiter und so fort. Davon nimmt man übrigens jeweils morgens zwei und abends zwei. Für diejenigen, die schon sagen, was, oh Gott, die ist aber so groß. Man kann die auch aufmachen und sich einfach in den Smoothie, in das Müsli mit reinmachen und so essen. Und wie gesagt, das ist ja einfach nur rein pflanzlich, dass du das dann zu dir nehmen kannst. Mit dem Fischöl würde ich es nicht empfehlen, aufzumachen. Nee, Das genau. Also die ist auch anders. ja. Die ist auch, ich glaube, das erkennt man nicht so gut. Die hat nicht so eine typische Pillenform. Die ist mehr so wie so ein kleiner Drops-Bonbon. Also im Vergleich zu der anderen, die jetzt Anja gerade hat, kann ich das auch im Vergleich zeigen. Das ist, glaube ich, einfacher. Da seht ihr, dass es schon fast die Hälfte ungefähr ist. Und da sieht man auch hier so ein bisschen die Begrenzung, die man aufmachen kann. Die vegane Variante ist auch so eine Kapselform, die man auch aufmachen kann. Genau. Genau. So, und dann haben wir noch Nummer 3. Ah, Die das Alpha-CRS, genau. wäre toll, ja. Wenn wir schon beim Zeigen sind, sieht aus wie die eben. Das ist auch eine, die wirklich rein natürlich von Pflanzen hergestellt ist, könnte man zur Not auch aufmachen. Wobei ich sagen muss, ich finde die veganen Hüllen sehr gut. Also ich kann sie sehr gut Ich auch. Also ich runterschlucken. habe auch Sie überhaupt sind keine Probleme, obwohl sie jetzt nicht so klein sind. Also. genau. Plutschen gut runter. Also diese tollen Kapseln sind dafür da, um unsere Zellen zu unterstützen. Und zwar unsere Zellen in der Form von Zellerneuerung, als auch Zellvermehrung. Beides ist ja auch für unseren Körper extrem wichtig. Und dabei tun sie eine ganz wichtige Aufgabe, und zwar sie greifen freie Radikale auf. Wenn
unser Körper Stoffwechsel vollzieht, das, was er ständig vollzieht, dann fallen Abfallprodukte ab und die nennt man freie Radikale. Die freien Radikale haben sich auch heutzutage im Laufe des Wandels immer mehr vermehrt. Und zwar hängt das mit Schlafmangel, mit Stress zusammen, mit Abgase, die wir mehr einatmen, mit weniger Nährstoffen, die wir zu uns nehmen. Also es Emotionen, ist die wir sozusagen runterschlucken und sowas, ne? genau, Nicht mehr richtig. Es ist halt rauslässt und ja. genau, sozusagen wie auch so ein kleiner Kreislauf und deshalb ist es wichtig, dass die aufgefangen werden. Und wenn diese aufgefangen werden mit so einem tollen Produkt, dann kann es sein, dass unser Körper weniger Entzündungen entwickelt oder es kann auch sein, dass unser Immunsystem vorher geschwächt war. Das kann einfach daran liegen, dass wir zu viele freie Radikale in uns produzieren. Ja, das macht der Körper ja. Und wir werden ständig krank und wir denken uns, warum denn? Ich ernähre mich gesund, ich mache dies, ich mache das. Das kann ein ganz simpler Grund dafür sein. Und es schützt auch die Gefäße. Natürlich, also es kann uns auch vor anderen Krankheiten schützen, die dafür Auslöser sind. Und dass du dir auch allgemein einfach nicht gut fühlst oder du ein wahnsinnig hohes Stresslevel hast, dass du einfach sehr schnell an die Decke gehen kannst oder sehr schnell ja, reagierst halt, Genau. auf welche Weise auch immer. Das ist auch immer sehr viel, wenn diese rein Radikale halt im Körper da ihr Richtig, genau. Also da Unfug kann halt treiben. viel auch auf Emotionsbasis halt sein, ne? Und man erkennt es halt nicht sofort. Genau. Ja, also das sind auf jeden Fall diese drei wunderschönen Produkte. Das Genau. Letztere ist auch da ist auch hauptsächlich der Hauptträger, ist, glaube ich, Weihrauchöl auch, aber auch ganz viele hochwertige, ich glaube, Granatapfelstängel und sowas mit drin. Wird sie nochmal schön präsentiert. Nicht so als ja. Ja, man sagt jetzt so, Weißer diese drei in der Kombination, also ich mache das auch jetzt die ganze Zeit schon, jetzt in der Schwangerschaft bin ich auch super froh, dass ich das habe natürlich. Und dann weiß ich auch von vornherein, ich hatte letztes Mal zum Beispiel in meiner ersten Schwangerschaft ständig Probleme mit Eisenmangel, dann wieder den Mangel habe ich dieses Mal einfach überhaupt nichts, da bin ich echt sehr, sehr froh drüber. Aber auch so, ich habe es davor schon seit meiner Detox-Kur regelmäßig weitergenommen, habe dann auch selber einfach schon mein Energielevel einfach anders gemerkt. Man ist so ein bisschen belastbarer, man wird nicht so schnell krank, man, ne, also die Fingernägel und die Haare wachsen besser, die Haut wird besser. Das war so mein Gefühl immer. Wie ging es dir damit oder wie geht es dir damit? Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass ich fitter bin und also ich schlafe leider nicht so viel und nicht so gut. Das liegt aber nicht an mir, sondern an meinem kleinen Kind. Einfach weil er sehr unruhig einen Schlaf hat. Also er schläft tief und fest und er wühlt aber halt neben mir. Und dadurch kann ich nicht sehr tief und fest schlafen. Und seitdem bin ich aber trotzdem fitter. Also ich schaffe auch seitdem wieder ich habe meinen Trainingsplan seitdem wieder aufgenommen und fühle mich fit, was natürlich dann auch gerade, wenn man Sport auch macht, ist so ähnlich wie mit der Schwangerschaft zu vergleichen auch. In der Schwangerschaft gibt es dir das, was du für dein Ungeborenes brauchst. Und beim Sport gibt es auch nochmal Sachen, die ein Körper braucht, Zusätzlich um halt noch. besser zu regenerieren. Also Sport ist ja auch ganz viel Regeneration und dafür sind diese Nahrungsergänzungsmittel auch super. Genau. Dass ihr es euch auch mal vorstellen Und könnt, also dieses Dreierpaket, diese Packung, die ist für einen Monat gedacht. Man könnte sie auch auf 2 Monate splitten. Dann ist natürlich auch, aber man hat natürlich dann auch ein bisschen weniger. Also ich würde es schon auf einen Monat gesplittet eben dann nehmen. Also wirklich, du wirst schon nach dem ersten Monat das sofort spüren, dass du die Veränderung. Genau, und das ist, im Idealfall nimmt man das natürlich permanent dann. Also dann bist du einfach immer versorgt. Das ist wie bei einem Sport. Wenn du Sport machst und hörst irgendwann auf, macht natürlich dann auch keinen Sinn mehr. Dann hast du auch nichts richtig, ja. weiterhin davon. Das ist was man permanent macht. Genau. Und das Tolle ist, es gibt bei doTERRA so eine Art Treueprogramm. Und wenn man das jetzt zum Beispiel jeden Monat
sich kauft oder alle 2 Monate, je nachdem, wenn man sich das auf Vorrat kaufen möchte, dann kann man eine Art Punkte sammeln und kann sozusagen davon sich dann auch vielleicht auch mal andere Öle dazu holen oder andere Produkte. Das finde ich auch immer ganz toll an der Sache. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, wenn man dieses Treueprogramm auch macht, hat man die Möglichkeit auf ein sogenanntes Produkt des Monats. Das ist meistens immer ein Öl. Und genau, also wenn man so eine Bestellung macht, aber wie und was da alles mit zugehört, das haben wir auch nochmal in anderen Videos aufgenommen oder beantworten wir euch auch natürlich gerne, wenn ihr nachfragt. Aber wir wollten das auf jeden Fall nochmal mitsagen, dass ihr das nochmal Ja, mitgehört auf habt. jeden Fall. Es ist ja auch oft immer, meistens natürlich auch die Preisfrage. Und das ist ja auch, wenn du, das ist ja ganz, das ist eigentlich eines der ersten Themen, die man am Anfang immer erstmal hat. So, okay, wenn ich halt im Supermarkt gehe, da kann ich mir Produkte für 20 Cent kaufen, ne? Und die Produktpreisspanne ist ja riesig. Es geht ja bis zu 200 Euro bei oder in die Hunderte von, keine Ahnung, mit was für Ergänzungsmittel. Ich weiß gar nicht auswendig, was das Dreierpaket kostet. Ich glaube, um die 80. Ich jetzt was falsch? Ja, 85. Okay. Ich glaube, es sind Plus, 85,50, aber minus. Genau, also ihr habt ja eh genau. die Möglichkeit, wenn ihr das über uns macht, habt ihr eh schon 25% weniger. Und wenn ihr das dann über das Treueprogramm noch sogar macht, da hat man einfach den mega, mega Vorteil, dass man bis zu 30%, also umso länger man es macht, umso mehr bekommt man wieder zurück. Ich zum Beispiel komme von allen meinen Bestellungen immer 30% am Ende wieder zurück. Und das ist natürlich dann, also minus 30% nochmal. Macht natürlich, ist natürlich dann schon nochmal ein Wort, ne? Also, wo man dann sagen kann, okay, das kann ich mir, ich kaufe mir im Monat so viel Zeug, kann ich mir auch meinem Körper ein bisschen was Gutes tun, ne? Richtig, also und selbst wenn du es mal runterrechnest, ne, also wenn wir mal mit 90 durch 30 rechnen, dann sind wir bei 3 Euro. Ja. Und dann, Meine ja, Schwiegermama hat mal zu da mir ist halt. gesagt, dass es, wenn wir einmal im Monat oder zweimal im Monat schön essen gehen, dann kommt das Gleiche raus. Dann gehe ich halt mal zweimal weniger essen. Ich meine, ich mache auch so viel anderen Schmarrn, denn mittlerweile nicht mehr, wo man dann sowas ausgibt. Und ist ja auch nicht gleich so, Richtig. dass man automatisch das gleich monatelang abonniert hat, sondern einfach das zumindest mal testen. Wie fühlt sich das an? Wie fühle ich mich damit? Wie geht es mir denn danach? Weil ich finde, sowas muss man immer spüren. Da können die da vorne so viel erzählen, wie sie wollen. Aber wenn ich das dann selber ausprobiert habe und dann wirklich merke, wow, okay, ich fühle mich wirklich gut, dann merkt man das schon, den Unterschied. Genau, und so wie du auch gesagt hast, vielleicht gibt es auch die Version, dass man eine oder andere Tablette eine weniger nimmt, ne? Also die optimale Versorgung ist wirklich 2 mit in Frühstücksmahlzeit, 2 mit zur Abendmahlzeit. Das ist wirklich so das Optimalste, was man machen sollte. Es gibt aber zum Beispiel wirklich viele, die, wenn du jetzt weißt, du nimmst schon viele gesunde Fette zu dir, ja? Also wenn du dich wirklich damit auseinandergesetzt hast, mal deine Ernährung auseinandergenommen hast, dann könnte man auch sagen, okay, ich nehme nur für den Omega-3 morgens eine und abends eine, ne? Ja, Also da kann man natürlich auch flexibel ein bisschen gucken. Und das ist halt das Tolle daran. man kann auch nur die einzelnen Produkte natürlich holen. Es ist natürlich Genau. dieses Paket im Endeffekt. Ich habe mal festgestellt, ich wollte dann mal, habe ich mir auch überlegt, gerade so die Fette, okay, da achte ich viel drauf. Ich esse sehr viel Fisch, ich esse sehr viel von Avocado und ich achte allgemein da sehr stark drauf. Brauche ich das unbedingt? So war dann immer so im Kopf, aber habe ich dann mal am Ende festgestellt, es kommt eh dann auf fast, also es ist nochmal günstiger im Paket, wo ich dann auch denke, okay, dann habe ich wirklich sicher die Versorgung und das andere ist noch ein Schwankerl obendrauf. Und genau, dann nehme ich dann vielleicht mal ein, zwei weniger. Genau. So, ihr Lieben. Genau so. Ich nehme immer, die das, was man nehmen soll, Ja, auf jeden Fall. damit. Okay, so, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ich glaube, heute kam wieder nichts. Vielleicht erzählen wir schon zu ausführlich immer, dass keine Fragen kommen. Scheint so. Okay, dann Dankeschön euch fürs Einschalten. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Dani, hast du noch irgendwas? Ja, ich wünsche auch einen schönen Abend und gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.